Hitzeschlacht von München. Heute wahrscheinlich die heißeste Show aller Zeiten, oder? Ach Mann. Guten Morgen, München. Wir sind im Backstage-Werk. Und im Moment gerade im Backstage vom Backstage. Und völlig verrückt, ich frühstücke gerade. Werner würde sagen, erstmal einen echt starken Kaffee. Ah, nothing like das erste Schluck Kaffee im Morgen. Herzlich willkommen auf Monoing TV. So, wir sind heute in München Backstage. Nochmal. Nochmal, weil letztes Jahr, wir haben für The Book of Fire so hier gespielt. Und das ist eine schöne Location. Und es ist mega heiß. Totally heiß. Stay in the shade, don't get overheated. Also, viel Spaß mit Monoing TV. Bis später. Nee, Felix Firmer nicht. Warum? Weil mein Case nicht aufgeräumt ist. Zwei Cases. Ja. So, und in den Cases muss Gaffer sein. Wie viel Grad erwarten wir? Das will 32, gefühlt 35. Hm. So ist die Wettervorhersage. In der Sonne 50. Aber wir spielen drin, denn wir haben ein Hitzeschutzkonzept. Wir gehen in den Schatten, wenn die Sonne scheint. Ob ich gut geschlafen habe? Nein. Nein, nicht so gut, aber die Nacht davor war gut. Immerhin eine von zwei, also 50%. Ja, ansonsten sehr, sehr warm heute. Ich bin gespannt, wie es nachher wird, weil es im Backstage sowieso immer sehr warm ist. Also alle bitte viel Wasser dabei haben und trinken. Und ja, ich lege mich jetzt gleich noch mal eine Runde hin, weil ich, wie gesagt, nicht so gut gepennt habe. Hast du noch irgendeine blöde Frage? Ja, egal, dann nehmen wir die alte. Nehme ich andere. Eggy? Ja, bitte? Ist das ein gutes Zeichen, wenn du Schrauben suchst? Nee, eher nicht. Was machst du gerade? Neblig hier, Alter. Okay. Eggy? Ja, bitte? Hast du das Gefühl, du schöpfst dein volles Potenzial aus? Ja, tue ich. Mehr kann ich einfach nicht. Mehr kann ich nicht leisten. Nein. Leider nein. Das macht mich manchmal sehr unzufrieden. Aber es ist einfach auch nicht gesund, wenn man immer 100% fährt. Man muss auch mal mit 80% zufrieden sein. Das ist gar nicht meins. Ich bin Perfektionist, aber es ist gesünder. Es ist gesünder. Ja, wir stehen jetzt hier gerade auf der Bühne, warten auf unseren Lichtmann, denn wir haben ein Platzproblem. Die Flügel von Tata können sich nicht öffnen. Da stehen Lampen. Wenn wir die Flügel öffnen, also die Flügel vor den Lampen, dann machen die Lampen keinen Sinn. Aber die Flügel, die man nicht öffnen kann, machen auch keinen Sinn. Nicht so groß, nicht so klein. Das ist perfekt. Hallo München. Wie gesagt, hallo München. Aber das ist ja bei ACN egal eigentlich, weil euer Knoten ist ja auch was 10 Punkt, aber eigentlich sollte es Wurst sein, ACN ist es ja eigentlich immer Wurst, also nicht, dass der sozusagen die 10 dort irgendwas stört bei uns. Kannst du einmal normal erklären, was los ist? Ja, wir sind gerade, geht nicht. Repariert? Alles repariert. Kannst du einmal erklären, was du gemacht hast? Das Kabel reingesteckt. Bleibst du eigentlich nackt, wenn die Gäste kommen? Nee, das will ich keinem antun. Das ist nur für dich. Oh Mann. Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun? Ich mach meinen Job. Alles klar. Ist alles geklärt soweit? Naja, das ist sicher sein. War alles klar gemacht. Cool. Brauchst du noch was? Wenn du noch was hast. Ja, kannst du haben. Hier. Nimm. Nimm doch. Hier. Du musst die Hand aufmachen, da ist was drin. Bitteschön. Hat jemand Martin gesehen?
Ist er im Bett oder was? Heino, der Witt oder was? Sitzt in der Bar. Na gut. Soundcheck, Spaßcheck. Hattet ihr Spaß? Magst du das? Monoing TV-Folge? Ich muss kurz diesen Gesichtsausdruck haben. Okay, kannst weitermachen. Oder warst du fertig? Entschuldigung? Warst du schon fertig? Oder hast du noch mehr? Verstanden. Yes. Let's going. Come on. Can't wait to take off the clothes and like taking off latex. Yeah, we all can't wait for that. Unibody or something. No, just you will cut the cameras on that. Ich danke euch, liebe Raben, wünsche euch einen schönen Tag und einen großartigen Konzertabend. Wir werden alles geben für euch. Schön. Look at this. I remember this concert, but I don't remember like striking this pose. And it's just a human error that memories fade so much, but luckily we have Bernd Schwinn. It's luckily people like this can create memories for us, so they never fade away. So gut habe ich mal ausgesehen. Unsere Freunde von Cheops sind dabei. So, und sie ist Kroatische. So. Ich freue mich, kroatische Sprache jetzt. Tell all the Croatian Monoing fans that we have Cheops as a guest. I'm kroatisch, oder? Yeah, please. Ovdje su s nama naši dragi prijatelji iz Cheopsa. Ovo je Bruno i ovo je Zoki. Für alle diejenigen, für die das Kroatisch zu schnell war. Ich wusste ja, worum es geht, sonst hätte ich es nicht verstanden. Also wir haben heute Cheops hier zu Gast, die sind extra aus Zagreb hier hochgefahren, damit wir uns mal sehen in der Festivalsaison. Und das ist natürlich eine geile Ehre, weil die Band war im April mit Overkill hier, auch hier, und sieht heute mal meine Band. Ich bin ja mit Bruno seit 12 Jahren schon befreundet. Heute Bruno zu Gast, im April war ich zu Gast bei Bruno. Also shake hands und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ja. Ich wollte nur mal gucken, was machst du so? Noch nicht fertig. Cool. Cool, ne? Ja. Hast du Bock? Ja, ich habe eigentlich Bock auf die Show. Ich habe ein bisschen Sorge, weil es so warm ist. Also es ist nicht nur warm, es ist sowas von brüllend heiß. Und bin dann ein bisschen gestresst, wenn dann in der ersten Reihe Leute umfallen und so. Und deswegen hoffe ich, dass das alles gut wird. Vielleicht sollten wir sagen, dass ein bisschen Wasser verteilt wird. Das wäre, glaube ich, ganz gut, damit ihr vorne auch Wasser trinken. Nochmal 4 bis 6 Kisten Wasser irgendwie in die Bühnenseite stellen könntest. Sowohl für die Band, als auch, dass man vielleicht, bevor da jemand abklappt, dass die Band aber auch mal jemandem im Publikum Wasser geben könnte. Das wäre top, danke, bis dann. Was machst du so? Ich mache mich fertig und du darfst mir jetzt nicht im Weg stehen, weil ich bin spät dran. Sehr spät. Ultra spät dran. Aber schaffst du, oder? Ich meine, du warst auch schon mal später dran. Ja, ich schaff das schon. Ein kaltes Handtuch für Cutter vorbereiten. Denn es ist unfassbar warm. Und Cutter hat ja das Glück, zwischen Flamejets und Lampen zu sitzen. Und deswegen eine Abkühlung. Na Freunde, 14 Jahre Mono Inc. im Backstage. Heute wahrscheinlich die heißeste Show aller Zeiten. Früher ist man immer hier im Oktober oder im Februar. Jetzt im August, bam, einmal richtig Gewitter. Aber wir haben richtig Bock, das kickt uns und wir freuen uns auf die Show. Die Hitzeschlacht von München. Ich erinnere mich an die letzte Hitzeschlacht, die war in Magdeburg, in der Factory. Und wir haben auf jeden Fall schon die Crew beauftragt, auch Wasser für die ersten Reihen bereitzuhalten, damit uns hier keiner abklappt. Kannst du mich einstöpseln, bitte? Alles klar. Leute, wir ziehen das durch.
gehen ruhig an die Sache ran und gewinnen hinten raus hoch. Tränkt ihr alle viel. Oh, Mono! Ey, kann ich noch ein Wasser haben? Ja. Let's go in. You are my princess of the dark. You are my princess of the night. I'm your servant, your retainer. You are the home and light. You are the princess of the dark. I will overcome the scum. Your palace got your kingdom come. Menschen, es war... Sie sind großartig. Vielen, vielen Dank. Ich bin mega glücklich für alles. Ja, danke. Herzlichen Dank. Es war so heiß. Ich glaube, wir haben noch nie so eine heiße Show gespielt. Ich bin völlig durch, völlig nass, aber es war geil. Und ich bin beeindruckt, wie ihr das durchgehalten habt. Alter Verwalter. Ich hatte einen Ventilator, ihr nicht. Ich bin unfassbar stolz auf euch. Ihr seid der Hammer und ich danke euch. Es war ein würdiger Abschluss für diese Tour. Ich liebe euch. Ich bin mir nicht sicher, ob das heißer war als Magdeburg. Beides so um die 60, 65 Grad. Aber gesund. Wir haben uns die Sauna gespart. Einen tierischen Spaß. Wir haben ja traditionell ein großartiges Publikum in München. Und ich kann nur sagen, München, danke. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr auf Symphonic Tour in München. Lead.